Produzent seine Estefania heiraten. Diese und andere Geständnisse machte das traute Paar jetzt auf einem Fotoshooting in Hamburg. Was sie uns Neues über die gemeinsame Zukunft verraten haben, Timo Michael und ganz der Dieter. Dieter Bohlen hat gut lachen, entspannt, braun gebrannt und gärtenschlank. So poste er in Hamburg für den neuen Herbstkatalog eines Modeherstellers. 10 Kilo hat Don Dieter dafür abgenommen. Und das nicht irgendwo im kalten Deutschland, sondern unter der heißen Sonne Spaniens. Gut sieht er aus. Mein Lebensmittelpunkt ist ganz klar auf Mallorca. Und wir sind in Deutschland ganz, ganz wenig im Moment. Wir wohnen ja an der gleichen Stelle, wo Claudia Schiffer und so auch wohnt. Und wir waren gestern da eingeladen beim Papa. Und weil mit dem möchte ich jetzt auch Golf spielen, weil der spielt im gleichen Golfclub wie ich. Das ist übrigens ein ganz toller Golfclub, weil er ist Claudia Schiffer, Boris Becker, Michael Douglas. Ich weiß nicht, alles so wirklich ganz, ganz, ganz tolle Geschichte, ganz illustre Gesellschaften. Und da fühlt sich der Mann aus Tötensinn mit seiner Estefania auch pudelwohl. So wohl, dass vielleicht bald die Hochzeitsglocken läuten werden, auch wenn sich die Werbeikone noch etwas ziert. Ja, guck mal, Estefania beschwert sich schon im Hintergrund. Weil das ist natürlich immer so eine Sache. Ich meine, die Medien fragen uns immer wieder, ja wann und wie und was und so. Das findet sich ja dann auch immer zur Zeit. Und wir wollen das, ich meine, und das wird dann eben doch irgendwann passieren, schätze ich mal. Estefania sieht das genauso gelassen. Sie will ihren Dieter auf jeden Fall heiraten. Wann und wo ist ihr aber relativ egal. Uns drängt überhaupt nichts. Also wir lassen uns einfach total Zeit. Und irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, tun wir es einfach. Und dann erzählen wir es euch, wenn wir es getan haben. Um die Hochzeit zu bezahlen, muss das smarte Herrenmodel zwar nicht mehr arbeiten, er tut's aber trotzdem. Sein neuestes Projekt Dieter, der Film, kommt im Herbst in die deutschen Kinos. Und von der Musik will er sich auch nicht verabschieden. Einige Sachen habe ich eben jetzt auch beendet. Also Alexander, Katterfeld, wie hieß die noch, Ellie? Und, genau, und sowas. Nicht? Also jetzt, da gibt es einen neuen Break und da kommen dann irgendwie neue Leute. Mit 50 dreht Dieter nochmal auf, denn wunschlos glücklich ist er trotz seines Erfolges immer noch nicht. Ja, ich möchte noch 4 Kinder kriegen, damit ich das ganze Geld vererben kann und möglichst viele Frauen noch kennenlernen. Nein, ich will. Das Wichtigste ist echt Spaß haben. Kaum jemand schafft es, Beruf und Familie mit so viel Spaß unter einen Hut zu bekommen wie Dieter und Estefania. Und vielleicht steht die neue Familie Bohlen ja bald zu dritt vor der Kamera.